Okay. Also das Rätsel war jetzt wirklich nicht schwer. Das war so klar. Oh. Zu knapp, Bitch, du hast noch 5 Sekunden Zeit gehabt. Das ist nichts knapp. Oh, jetzt sind da 3. Ah. Ja, guck an. Ich könnte fast meinen, dass das schwierig ist. Ist es aber nicht. Beziehungsweise... Natürlich! Ja, guck doch mal. Also, Entschuldigung, aber... Das kann nicht alles sein. Das Rätsel kann ja wirklich... Also, das können ja wirklich Dreijährige lösen oder was. Das ist ja jetzt nicht wirklich schwer. Also... Das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, was man machen muss. Original. Das sieht wirklich ein Blinder mit Krückstock. Moment mal. Du bist ja noch am Anfang und Laura wird noch oft genug sterben. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich wirklich. Oh ja. Natürlich. Hey Jonah, geht's voran? Oh, noch eine Tür. Darstellung von Chuck Chell. Ich habe hier 2 Daten und X Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Oh, schau mal. Da ist was kaputt. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt, erraten, was das ist. Und hier haben wir auch was Kaputtes. Heißt, wir müssten wieder mal vermuten. Und ich sage, es ist das hier. Denn man sieht da nämlich einen Punkt. Oder einen Strich. Es könnte auch ein Strich sein. Ich glaube, es ist ein Strich. Es ist eher ein Strich. Dann ist es wahrscheinlich das hier. Obwohl... Was haben wir noch zur Auswahl? Ja, nee, es ist doch leer, die 4 Punkte, glaube ich, oder? Nee, es ist doch lieber der Strich. Was soll schon passieren? Ja, da sieht man gar nichts. Hm. Naja, warte mal. Ist das identisch? Nein. Ja, da sieht man was. Hm. Da sieht man nichts. Tja. Was für ein Babyrätsel. Ist doch offensichtlich, was man machen muss. Das ist offensichtlich der Punkt. Let's try. Scheiße, lauf! Ey, wisst ihr was, Leute? Ja, ich höre mir das Gespräch von Anfang nochmal an. Ist okay. Ich gebe zu, ich habe nicht zugehört. Ich hätte es tun sollen. Ich war zu beschäftigt, über das Spiel herzuziehen. Und deswegen werde ich mich jetzt einmal suizidieren. Und dann
werde ich das Rätsel lösen können. Hallo Schlangis, ich bin da. Oh, ich will doch ein Foto machen, verdammt nochmal. Ja. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chang-Chel. Ich habe hier zwei Daten und X-Chel. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Und weiter? Okay, schauen wir kurz in unsere Aufzeichnung. Die Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Ich hätte einfach auf Tab drücken müssen. Hallo und tschüss, das muss ich wohl mal nachholen. Muss wieder los. Schwer. Dafür springt sie nochmal in die Schlangengrube, Alter. Das hat, also, das ist echt, also. Untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Oh. Jetzt verrät sie ja alles. Was haben wir noch so in der... in unserer Liste. Die große Lara Croft begibt sich auf, bla bla bla. Schaut mal einer an, was wir da haben, Alter. Laras Notebook. Laras Freundebuch trifft's eher. Laras Freundebuch trifft's eher. Naja, also wir haben jetzt hier... In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht... Ja, ja. Die letzte Zahl auf der letzten Säule müsste eine 0 sein. Wie jetzt, was? Achso. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chang-Chel? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Und ich mühe mir hier einen ab. Und der Penner sagt einfach, was ich machen muss. Ich hasse mein Leben, Alter. Ich hasse mein Leben. Nee, also, das ist ja mal wieder total scheiße hier. Das war eine Falsch, das war ein Red Hering. Das hat mich in die Irre geführt. Oh. Das war's. Wow. Das war's. Waagerechte Linie mit 2 Punkten. Danke, Jonah. Danke für gar nichts. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg aus dem Leben zu scheiden. Take notes, Shawnee 2. Sorry. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Natürlich weiß sie das. Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück.
Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut. Hä? Nein, da ist noch was. Ich wollte gerade einen Desktop-Witz machen, aber deiner war besser. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Der Dialekt ist mir vertraut, aber irgendwas stimmt nicht. Ich, wenn ich Tiroler sprechen höre. Ovo, what's this? Interessant. Ja, geh mal hin. What the hell? Ja, was steht denn da nun? Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Was? Aufzuknüpfen? Und, also unter dem Wort kann ich mir gerade gar nichts vorstellen. Aufknüpfen. Oh, ja. Oh, vielleicht können wir jetzt das Zeug da vorne lesen. Lara? Lies das Ding. Lies und geh wieder zurück. Lies den Monolithen. Okay, das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge. Zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Ach nö, muss ich jetzt schon wieder... Hätte ich da jetzt schon wieder zuhören müssen? Ich habe im Kopf einfach irgendein Lied gesungen, gerade schon wieder. Irgendwas mit Füßen und Beinen und Augen und irgendwas, naja. Anyway, so, ja, gehen wir weiter, irgendwas. Irgendwas mit Beinen und so. Hätte ich da jetzt zuhören müssen? Keine Ahnung. Junge. Oh, ist das Blut? Machen wir da jetzt einen Swan Dive? Ja, machen wir, komm. Wow! Oh. Das hat nicht funktioniert. Ja. Das ist ein Rätsel, das du da im Bereich lösen musst. Gut, dass ich... Piranhas sind gefährliche Raubfische. Die angreifen, sobald sie Lara entdecken. Cool. Lit. Unterwassertarnung. Verstecken sie sich im Seegras, um der Entdeckung zu entgehen und Feinde zu verwirren. Zwei Wächter haben Wüst, zwei haben Arme, einer hat Bries. Oh. Okay. Naja. Meine Intuition wird mich schon auf den richtigen Weg führen. Oh, die Piranhas dürfen mich nicht entdecken. Uah! Schnell Luft holen! Die Piranhas sind voll die Tomb Raider 3 Referenz. I swear to God. Bitch, ich sehe ja die Piranhas nicht mal, ne? Hoffentlich kommen sie nicht von hinten angeschissen und knabbern an mir. Knabbern an meinem knackigen Hintern. Sonst, das wäre ja noch das Letzte. Das wäre ja ein Ding. Ich glaube, das... Ich glaube, hier kann man was kaputt machen, oder? Das sieht so aus wie... Nein. Okay. Oh. Fische. Was soll ich jetzt hier tun? Oh mein Gott, ich bin ja unter Wasser. Oh Gott, ich muss Luft holen. Nein, ich habe vergessen, dass ich unter Wasser bin. Lol, wie dumm bin ich eigentlich? Hol Luft. Luft holen. Alter, wie lange kann sie die Luft anhalten? Oh, scheiße, ich hab vergessen, dass ich... Scheiße, Panik! Oh, scheiße! Ey, was bin ich eigentlich für ein fucking Dumbass, Alter? Tut mir leid. Das muss ich mal sagen, also so wirklich schlau bin ich nicht. Aber ist okay, ich mag mich trotzdem. Oh.
Bei uns wird Kompetenz groß geschrieben. Gut. Dann, machen wir weiter. Versuchen diesmal nicht zu sterben. Irgendwo hier muss doch eine Luftblase sein. Wie kann ich eigentlich schneller schwimmen? Kann ich so schneller schwimmen? Ja, offensichtlich schon. Reason of Death vergessen, dass man unter Wasser ist, ja. Standard, ne? Na, schau mal, da hätte ich rein müssen. Und da ist wahrscheinlich, ja, eine Luftblase. Ich sag's ja. Also wirklich. Das war ja... I still love myself, even though I look like a burnt chicken nugget. Das ist von dem Wein, das, ja, das kenne ich. Dieses Meme. Oh, schaut mal. Luft. Gratis Luft. Ja, Lara, bitte. Beeil dich doch mal. Was ist denn mit dir? Oh mein Gott, ey. Ja, aber das hat doch jetzt nichts gebracht. Ich hätte das Rätsel da oben lösen müssen, oder? Oh Mann, warum bin ich nur so ein Idiot? Warum bin ich nur so blöd? Also warum bin ich generell so blöd, aber warum bin ich heute so blöd? Egal. Da gab es sicher voll den geilen Loot und ich so, keine Ahnung. Piranhas. Manchmal bin ich echt idiotisch. Wirklich ein Idiot. Naja. Gut. Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Oh nö. Basislager? Ihr Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Ah. Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Ah. Hallo. What? Alter! Wie brutal! Mörderin! Oh, Scheiße! Wovor haben die so viel Angst? Nikos Selbstbewusstsein werden von Tomb Raider zerstört. Deswegen hasst er die neuen Games so sehr. Conspiracy Theory? Hm. Nee. Das einzige Tomb Raider, das mein Selbstbewusstsein zerstört, ist Tomb Raider 3. Auf der PlayStation 1. Scheiße, ich hab mein Funkgerät verloren. Scheiße, Mann, ich hab meine Würde verloren. Ist das Snake? What the fuck, was ist das für ein Freak, Alter? Was war das? Die ist fast so dumm wie ich, Alter. Die ist fast so dumm wie ich. Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Yes. Die Safe-Kristalle, genau. Es ist vorbei. Du bist sicher. Oh, nein, ich bin nicht hier. Nein. Lol, wie billig, Alter. Weg mit euch, ihr Wichser. Alter. Oh. Ich war gerade irgendwie verwirrt. Ich habe gerade an irgendwas gedacht. Na egal. Ey, heute spiele ich wie so ein Idiot. Ich weiß nicht warum, aber heute spiele ich wie so ein Trottel. Wie so ein richtiger Vollzeit-Trottel. Ah, ist ja auch unterhaltsam für mich. Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Bitch, was macht sie da? Da waren nur Clown. Also das ist echt ein komischer Kill. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber der Kill ist komisch. Wir gehören nicht hierher. Alles okay, alles gut.
Oh, schaut mal, was ich habe. Sie sind überall. Alles okay jetzt? Ah! Pisser! Oh, scheiße, lauf! Nein! Junge! Feuer einstellen! Ich glaube, sie ist weg! Das wird dir Beine machen! Bitch! Ich mach dir gleich Beine, du Penner! Nein! Bitte nicht! Zielperson neutralisiert! Alter, ich bin halt so schlecht, ne? Mein Aim ist überall, aber nicht da, wo es sein sollte. Und mein, weiß ich was, meine, ja. Mein Verstand ist auch nicht mehr das, was er jetzt eigentlich sein sollte. Oh Mann. Oh Mann. Leute, ich sag's euch. Komm, ich weiß nicht mal, warum ich jetzt genau hier bin. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, Alter. Ich war hier irgendwo, ich war da drin und dann war ich da und jetzt bin ich irgendwo da. Da drin war ich anscheinend auch und jetzt, ja, naja. Alles gut. I'm a little bit Confucius and I'm very sorry. Oh, es ist halt so. Der Angriff. Ich schreie. Knochen. Ich sehe sie noch immer. Alles okay, alles gut. Rip Count. Ja, den gab's ja in Tomb Raider 3. Ich würde ihn ja auch einführen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in diesem Game nicht so oft sterben werde. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Ja, warte mal schön. Ich möchte daran erinnern, dass ich in Tomb Raider 3 über 100 Mal gestorben bin. 100 Mal! Manche Handobjekte werden... Ne, das lässt du mal schön wieder fallen. Lass es fallen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Sie sind überall. Bitch. Der dreht sich auch nicht um, ne? Der ist total dumm, der Typ. Wir sind tot. Wir sind tot. Ja, seid ihr auch. Ihr wisst es nur noch nicht. Ich sehe sie noch immer. Oh, scheiße. Ich wurde entdeckt schon wieder. Nein. Oh. Hören Sie auf mich zu schießen. Sie begehen eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Okay. Ich bin wieder versteckt. Oh, scheiße. Ich bin alles andere als versteckt. Oh, ich bin doch versteckt. Lol, wie dumm die einfach sind, ey. Selten dümmere Feinde gesehen, to be honest. Ich muss sie finden. Surprise, Motherfucker! Scheiße. Alter! Lauf! Surprise, Motherfucker! Scheiße. Lauf! Lauf! Nein! Ankunft in Kürze. Ich raste aus.
wir sind drin. Tja. Sichert den Bereich, Männer. Oh shit. Kommen die hier durch? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Linke Seite! Genau! Die Dinger sind überall! F. Was sind das für Kreaturen? Das sind, Xbox-Fanboys. Nein, Es muss einen Weg hier raus geben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Of course. Of course. Oh, schaut mal. Wie vorhersehbar. Ich sag's euch. Können wir mit diesem ganzen Far Cry-Scheiß aufhören und wieder die Kreaturen haben sie getötet. Zurück zu Tomb Raider kommen? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das Wendigos sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Oh, ja. Also. Tja. Ja. Unmöglich. Moment mal. Ich kann nicht mehr tragen. Ich dachte, das Ganze war optional. Was interessant. Es ist optional, aber es wirkt so, als wäre es Main Game. Wisst ihr, wie ich das meine? Krass, gell? Krass, wie das Spiel so mit einem so fickt, so, ne? Krass, wie ich einfach nicht geschnallt habe, was man da machen muss in dem komischen Grab und einfach jetzt wieder hier bin und es hat eigentlich nichts gebracht. Also dieses Rätsel mit diesen Wächtern und den Armen und den Beinen und den Füßen, keine Ahnung. I have no idea, honestly. Ich schaue mir das vielleicht offscreen an. Offscreen. Oder auch nicht. Naja, vielleicht. Wir treffen... Warte mal, wenn wir jetzt... Oh. Es lädt. Was lädt da bitte schön? Was soll das hier Ladebildschirm mitten in der... mitten im Spiel oder was? Naja. Hier treffen wir jetzt noch Jonah und dann höre ich für heute auf. Jonah? Dann hole ich das offscreen nach. Bestimmt. Hä? Wir sind unten. Irgendwie sieht das hier anders aus als davor. Gott, ich bin so dumm heute, ey. Heute bin ich echt dumm. Also heute bin ich wirklich zu nisch zu gebrauchen. Ja, heute bin ich wirklich dumm. Heute ist mein Intellekt wirklich auf dem... Niveau eines Fünftklässlers. Naja. Oh, ich hasse es, wenn sie einfach so langsam läuft. Ich will doch nur ein bisschen mich umschauen. Gut. Lara hat entschieden, dass sie jetzt spazieren gehen will und nicht rennen möchte, also von daher... Hauptsache, man kann noch ballern, ne? Hauptsache das. Hauptsache, man kann ballern. Ach, schau mal. Treffen kann sie. Naja. Hey. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Nani. Nein, ich muss nochmal zurück, das Grab. Oh mein Gott. Ich kenne einen anderen Weg. Ich mach okay, das offscreen. Ich mach alles offscreen. So. Cool. Lit. Das ist nochmal ein schöner Ort, um hier das Spiel zu beenden. Ich speichere nochmal manuell.
Wir haben jetzt schon 19%, ein Fünftel des Spiels komplett abgeschlossen. Ich gehe mal davon aus, da wir wie ein Profi Collectibles übersehen und Sachen nicht schnallen und einfach Sachen nicht machen, die das Spiel eigentlich für uns im Petto hat, wird die Story wahrscheinlich so, ich schätze mal, die Story selber macht so 60% aus im Spiel. Ich glaube, dass vieles optional ist. Das heißt, wir sind eigentlich schon sogar ein Drittel durch. Und ein Drittel durch ist schon ein bisschen krass für so ein Spiel. Naja. Ja, die könnten einfach eine Axt holen, ja. Könnten mir auch einfach helfen. Und, naja. Ich mach das mit diesem komischen Grab offscreen. Da wird's eh nichts geben. Aber die Story macht 80% aus. Okay, dann ist ja gut. Dann heißt es also, ich bin jetzt bei einem Viertel. Passt eigentlich ganz gut. Nun. Ich sage für heute danke. Für heute, nicht für gestern, nicht für vorgestern. Ich sage für heute danke. Und ja. Danke fürs Zuschauen, danke für die Spende. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und träumt alle was Schönes. Und ich hoffe, ihr hasst mich nicht zu sehr. Vor allem du, Barty. Ich weiß, ich war dumm wie Scheiße. Aber das spiele ich. Ich spiele das zum ersten Mal. Jetzt versuche ich mich zu rechtfertigen. Ich spiele das zum ersten Mal. Ich bin zwar ein Tomb Raider-Veteran, aber ich spiele das da zum ersten Mal. Und heute war ich irgendwie ein bisschen dumm. Aber beim nächsten Mal wird es vielleicht besser oder auch nicht. Ja, das kann ich sagen. Okay, dann sage ich gute Nacht und bis zum nächsten Mal.